Berührend. Berührend ist ein Adjektiv, ein partizipiales Adjektiv für berühren. Berühren hat ja das was mit dem Tastsinn zu tun. Berühren heißt zum Beispiel, wenn man jemanden mit den Händen berührt. Aber berührend sind nicht nur die Hände, sondern berührend kann auch eine Stimme eines anderen Menschen sein. Berührend kann der Gesang eines Menschen sein. Berührend kann die Stimmung in einer Kirche sein. Berührend können die Worte eines Vortragenden sein, der zum Herzen spricht. Wenn du zum Beispiel Yoga unterrichtest oder Vorträge gibst, versuche nicht nur so zu unterrichten, dass alles korrekt ist, sondern du willst Menschen in der Seele berühren. Du kannst natürlich auch bei Yogastunden Menschen physisch berühren. Und das kann auch hilfreich sein. Es gibt ja Hilfestellungen, es gibt Korrekturen und so weiter. Und gerade bei Yoga Vidya, in den Yogalehrerausbildungen, lernt man, wie man andere mit den Händen gut berührt, um ihnen zu helfen. Aber es geht nicht nur um physische Berührung, sondern eine Yogastunde sollte berührend sein für das Herz. Wenn du Mantra singst, kommt es nicht nur darauf an, dass du andere begeisterst, sondern wenn du Mantra singst, soll es erstmal berührend für dich sein und dann ist es vielleicht auch berührend für andere. Und wenn du Vorträge gibst, geht es nicht nur darum, dass du andere mit deinem Wissen begeisterst oder beeindruckst, sondern du willst Menschen in der Seele berühren.